Weil man kann hier auch nichts machen. Es hat ja alles zu. Die Restaurants haben zu, die ganzen Aktivitäten haben zu, der Strand schließt. Und wir haben auch Sarah was mitgebracht. Was ganz Tolles. Sarah. Du musst aber auf. Okay, Moment. Mach die Augen zu. Augen zu. Echt? Und du musst fühlen. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde der Sonne und Freunde des guten Geschmacks. Wir sind nicht mehr in Ubud, sondern in Seminyak, weil wir uns gedacht haben, wir wollen noch die letzten Tage hier auf Bali am Meer verbringen. Und sind dann vor, ich glaube, 2 Tagen hierher gefahren mit dem Crab-Taxi und haben uns auch hier so eine wunderschöne Villa gemietet. Das ist hier im Hintergrund. Also es sieht ziemlich nice aus, ist so Toskana-Style, finde ich. Also hier ist ein Zimmer, so ein kleineres, das ist unser Podcast-Zimmer, da nimmt die Lisa immer ihren Podcast auf. Dann haben wir dahinter unser Zimmer, das zeige ich euch später, und oben schläft die Sarah und der Thomas. Und hier ist unser schicker Pool, kann man auch ein paar Bahnen ziehen. Hier haben wir noch so eine kleine Chill-Out-Area und dahinter ist noch so ein Esstisch, aber zeige ich euch alles gleich. Auf jeden Fall ist es hier auf Bali schon sehr, sehr leer geworden. Alle Restaurants haben geschlossen, die Cafés. Man kann nur noch Takeaway bestellen, was wir auch regelmäßig machen. Aber wir kochen jetzt auch sehr, sehr viel. Also wir kaufen im Supermarkt ein und kochen einfach. Weil es kann immer sein, dass irgendwie ein Lockdown ist und dass man nicht mehr raus darf. Das war ja jetzt in Ubud 2-mal. Hier war es jetzt noch nicht, aber ich glaube, die nächsten Tage wird hier auch so ein Lockdown sein, dass man das Haus nicht verlassen darf. Und deswegen haben wir immer ein bisschen Essen da, damit wir nicht verhungern. So, ja, unser Flug geht auch in 2 Tagen, also wir haben heute noch und morgen, und übermorgen geht unser Flug zurück nach Deutschland. Hoffen wir, also drückt uns die Däumchen, wir hoffen, unser Flug geht. Wir fliegen mit einer indonesischen Airline zurück nach Deutschland über Amsterdam. Also zuerst fliegen wir von Bali nach Jakarta, dann nach Amsterdam und dann nach München. Genau, also wir sind irgendwie 24 Stunden unterwegs und haben ein Heidengeld dafür bezahlt. Also wir fliegen nicht mit der Rückholaktion nach Deutschland, sondern haben unseren eigenen Flug gebucht. Und hoffen, das Ganze klappt. Wir haben auch wieder unseren Reisepass zurückbekommen. Den haben wir bei der Visa Agency abgeholt. Die hat uns eine kurze WhatsApp geschrieben. Ihr könnt euren Reisepass abholen und den haben wir jetzt wieder. Bin ich froh. Weil ohne Reisepass fühlt man sich natürlich irgendwie, wenn man im Urlaub oder auf Reisen ist, ein bisschen komisch. Das ist ein komisches Gefühl, wenn man keinen Reisepass hat. Weil man kann ja nirgends raus, man darf das Land nicht verlassen, man kann auch nirgends einreisen. Das ist irgendwie ein komisches Gefühl, so lange seinen Reisepass nicht zu haben. Jetzt werde ich auf jeden Fall was frühstücken. Ich habe, boah, da war eine Zebra-Mücke, die mit Dengelfieber, kennt ihr bestimmt. Ja, ich werde jetzt was frühstücken. Ich mache mir jetzt ein Müsli. Und dann werde ich die Drohne mal steigen lassen und euch das Ganze mal von oben zeigen. So, Müsli-Time hier am Pool. Hier hinten ist übrigens noch ein Surfbrett. Da haben wir ein bisschen Surfen geübt gestern im Pool. Das war ganz lustig. Ja, ich werde mir jetzt hier mein Müsli schmecken lassen. Das Wetter ist heute irgendwie nicht so nice. Sehr bewölkt. Aber vielleicht sind die Wolken ja in einer Stunde weg. Guten Morgen auch von mir. Ich bin jetzt mittlerweile auch mal aufgestanden. Irgendwie komme ich momentan so schwer aus dem Bett, weil ich auch immer erst so spät ins Bett schaffe. Irgendwie so um 1, 2. Und momentan die Tage gefühlt total intensiv sind. Und ich für mich persönlich auch so viel vom Bildschirm hänge. Also das heißt jetzt Laptop oder Handy. Und das macht mich irgendwie auch total müde. Ja, deswegen bin ich heute auch erst um 9:30 Uhr aufgestanden. Was machst du? Ich habe eine Waffe gefunden. Du bedrohst mich mit einem Bambusstab. Bambus, wie heißt es? Bambusrohr. Sieht gut aus. Sieht gut aus, ja. Bambusröhrchen reinzuschnubbern. Ja, sieht gut aus. Wir dachten, wir machen jetzt mal eine Roomtour und zeigen euch, wie es hier so aussieht, wie wir hier so wohnen. Und zeigen euch unser schönes Haus. Und eigentlich würden wir es gern mitnehmen. Also ich hätte gern das Haus, zwar nicht hier, sondern auf La Palma, weil die Lisa schwärmt immer von La Palma. Ich muss da selber mal hin, ich war selber noch nicht dort, aber es klingt sehr spannend. Ja. Also vielleicht ist das ja unser nächstes Reiseziel. Ja, wenn man wieder reisen kann. Das wäre voll schön. Also ich könnte mir voll gut vorstellen, auch mal so 1-2 Monate auf La Palma zu sein. Also nicht Mallorca, sondern eben die kanarische Insel La Palma. Die ist wirklich so, so schön und alles noch so naturbelassen und alternativ, und da gibt es auch die besten Avocados ever. Ich war da letztes Jahr mit meiner Mama, während der Maximilian in Pakistan war. Aha. Genau, und jetzt fällt mir gerade der Arm ab und jetzt machen wir mal die Roomtour. Ich filme oder? Dich. Okay. Also das ist das Wohnzimmer, as you can see. Also, okay, ist voll das Chaos. Ich habe nur unser Zimmer aufgeräumt. Das gehört alles Sarah.
Also nicht uns. Sarah sitzt da unten. Sarah, hol mir mal dein Zeug auf. Das stimmt gar nicht. Das ist nicht meins. Wir Thomas. Also, I said it's everything here is yours. That's why it's so messy. Na, just kidding. Aber wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen aufräumen, weil es sieht aus. Hier liegt einfach mal das Strandtuch am Esstisch. Ja, also auf jeden Fall, das ist die Küche. Wir haben ja auch gestern ein paar Sachen eingekauft. Ja, Wir haben sogar einen Toaster und eine Kaffeemaschine und einen Mixer. Ja, vorher hätten wir sogar einen Mixer, theoretisch. Und hier haben wir Edamame. Ich weiß nicht, wer den Kürbis gekauft hat, aber auch lecker. Das ist eine gute Idee. Ja, okay. Also Küche. Dann hier ist unser offenes Wohnzimmer. Mit einer Schaukel sogar. Wie cool ist das bitte? Aber ich finde, die Schaukel hängt hier falsch. Die hängt hier, aber wie soll man es dann hinhängen? Ich glaube, irgendwie ist es komisch zu schaukeln. Schaukel mal. Ja, weil das Ding ist, man kann halt nicht so wirklich schaukeln, weil man ja sonst. Ja, wobei. Nee. Geht das? Nee, nicht so ganz. Ja, es halt geht halt knapp so über den Tisch drüber. Da hat einer nicht mitgedacht. Ich glaube, das ist einfach nur so zum drauf sitzen und nicht zum schaukeln, oder? Ja. Einfach nur so sitzen halt. Also aber auf jeden Fall voll gemütlich. Und die Couch ist auch mega bequem und mir gefällt voll gut, wie das so hier eingerichtet ist. Vor allem auch mit den ganzen, den geflochtenen Lampen und so. Richtig schön und auch so bequem. Es wäre so eine richtig schöne Villa für eine Familie, gell? Man könnte hier richtig schön Familienurlaub machen. Familienurlaub. Wie viel haben wir bezahlt eigentlich? Weißt du das noch? Ich glaube 57 waren es bei Airbnb pro Nacht. Ja, das geht 57 hin. Euro pro Nacht für alle bei Airbnb. Also wenn ihr die Unterkunft sehen möchtet, guckt unten in die Videobeschreibung. Da haben wir sogar noch so einen Sparlink für euch. Da könnt ihr gleich mal bei der ersten Buchung Geld sparen. Also wenn ihr noch nicht bei Airbnb angemeldet seid, dann könnt ihr das über unseren Link tun. Und dann spart ihr wie viel? 30, 25 Euro, irgendwie guckt sowas. Guckt mal rein. Und hier ist übrigens unser Pool. Wir haben auch ein Surfbrett. Warum auch immer wir ein Surfbrett haben. Hier, wir haben sogar, ich glaube, wir hatten noch nie auf Bali so einen richtig schönen Rasen oder so einen Garten einfach. Schön. Richtig schön. Richtig schön. Hier habe ich schon erzählt, ist das Podcast-Zimmer. Hier ist Podcast-Zimmer. Oder eben halt Zimmer für Gäste. Gästezimmer. Da unten ist der Essbereich. Und auch voll schön, vor allem weil das alles so offen ist. Oh. Und oben wohnt Sarah und hier wohnen wir. Ich habe aufgeräumt. Ja, ich war vorher schon so, wer hat das Bett gemacht? Das warst du. Der Max macht eigentlich nie das Bett. Nur für euch quasi. Hier ist unser Bettele. Super weich, super und entspannt. Kennt ihr das, wenn man so eine Couch oder was, wie nennt man das? So eine Couch vor dem Bett hat. So, man denkt sich, für was braucht man das? Tatsächlich nutzen wir das als Ablagefläche. Und wir haben hier einen Fernseher, den wir jetzt tatsächlich immer nutzen, weil der ist ans Internet angeschlossen und da können wir Disney Plus gucken. Wir haben da nämlich jetzt ein Abo und da sind halt echt Star Wars ist drin, alles. Marvel. National Geographic, ja. Richtig, richtig geil. Ich verlinke euch mal Disney Plus unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr sogar 7 Tage das Ganze kostenlos testen. Sehr, sehr cool. Haben wir gestern auch schon geguckt und ja, ich weiß nicht, es war so. Es gibt ja Netflix und dann gibt es Disney Plus und was gibt's noch? Wir haben auf jeden Fall die beiden. Und es hat voll cool, weil so alle Disney-Filme da drin sind. Ja, und es ist mal was Neues, bisschen Abwechslung, voll. Gell, zu Netflix. So, dann kommen wir zum Bad. Hier liegt übrigens noch, irgendwas gestochen, glaube ich. Hier liegt noch so unser Koffer, unser Schrank. Diesmal habe ich hier alles eingerichtet und du hast deinen Koffer hier liegen lassen. Ja, und schaut mal, hier oben ist auch wieder so richtig so im balinesischen Stil alles verbaut, mit schön. Den Dächern. Und wir haben auch Moskitonetz, was man auch gerade bei solchen Dächern, wo eben nicht alles so super dicht ist, auf jeden Fall brauchen kann. Und das ist unser Badezimmer. Auch hier alles offen. Eine Badewanne mit der Dusche und da ist nochmal eine Dusche. Ja, warst du mal da hinten duschen? Nee. Du? Hast du es vor? Vielleicht heute. Naja, nee, war noch nicht. Ich war immer da in der Badewanne duschen. Und hier ist unser Waschbecken. Und das war's auch schon. Ich finde nur den Spiegel ein bisschen, weird, wie soll man sagen, gell? Komisch, weil man steht hier und man sieht sich nicht. Stimmt. Also wenn man sieht sich nicht. Das heißt, man muss immer so vorgehen oder davor. Ja. Aber wenn man so einfach so, wenn normalerweise man ja vor dem Waschbecken steht, ist ja da ein Spiegel, man sieht sich. Ja, wenn man hier steht, man sieht sich nicht. Man sieht nur. Komisch gemacht. So sich von der Seite. Hier sieht man sich gar nicht. Komisch.
Ja, das war's mit unserer Roomtour, oder? Ja, das war's. Das war's. Und jetzt lass den Pool gehen. Ich will was essen. Ah ja, dann isst du was. Ich mach jetzt was, ich mach jetzt Frühstück. Du hast schon gegessen, oder? Achso, machst du noch Frühstück? Ich mach jetzt Frühstück. Die Lisa jetzt ihr leckeres hier Avocado-Brot mit Tofu isst, sieht echt gut aus. Nur mal so am Rande. Hab ich mir teilen auch. Ich habe einmal also zwei Avocado-Brot gemacht und zweimal Brot mit Kokosöl und Tofu drauf. Und das andere hat die Sarah. Ja, wir teilen brüderlich oder schwesterlich. Finde ich gut, dass du teilst. Auf jeden Fall, ich habe mir noch einen Kaffee bestellt. Und ein Smoothie, und du hast dir auch noch mal ein Smoothie bestellt, gell? Und ein Chai Latte. Und ein Chai Latte. Hier muss man nämlich jetzt bestellen. Man kann nicht mehr zu einem Kaffee fahren, weil die haben nicht mehr offen, nur noch Takeaway. Deswegen haben wir das jetzt schnell gemacht, damit ich mein Kaffee kriege, weil Coffee a day keeps the doctor away, wisst ihr ja. Und währenddessen wir jetzt hier unser Brötchen genießen, lasse ich mal die Drohne steigen. Viel Spaß damit. So, ich habe jetzt meinen Kaffee geschlürft und jetzt gehen wir dann im Pool und entspannen ein bisschen. Heute ist so ein richtiger Lazy Day. Die Sonne lacht zwar, aber irgendwie will man auch nicht viel raus. Wir bleiben jetzt auch ein bisschen drin noch, fahren vielleicht später noch ein bisschen rum, um euch zu zeigen, wie leer die Straßen sind, weil hier ist echt nichts mehr los. Also Seminyak ist komplett tot, ich glaube Canggu auch, Ubud sowieso, da waren wir jetzt die letzten Tage, da war auch nichts mehr los. Also die Touristen sind natürlich alle zurückgeflogen. Unser Flug geht übermorgen und ich muss sagen, ich freue mich auch schon ein bisschen auf Deutschland. Ich habe vorher in den Instagram-Stories gesehen, dass es geschneit hat, was ich auch sehr verrückt finde. Also es liegt Schnee in Bayern, also echt crazy. Aber ich muss sagen, ich freue mich richtig, richtig stark auf Deutschland. Irgendwie so auch kühlere Temperaturen, so die Hitze macht einem schon zu schaffen und man schwitzt halt den ganzen Tag. Man könnte irgendwie 4 oder 5 Mal duschen. Also es ist schon sehr, sehr warm hier in Asien. Das ist natürlich Meckern auf höchstem Niveau, aber ich muss trotzdem sagen, ich freue mich echt auf Deutschland. Weil man kann hier auch nichts machen, es hat ja alles zu. Die Restaurants haben zu, die ganzen Aktivitäten haben zu, der Strand schließt. Also es ist ja wirklich nichts mehr, was man hier machen kann, außer zu Hause am Pool zu chillen. Und das ist natürlich auch irgendwann fad. Deswegen, ich bin jetzt echt froh, wenn wir in 2 Tagen wieder zurück nach Deutschland fliegen und wir hoffen, dass alles gut klappt. Ja, und jetzt werde ich die GoPro auspacken und ein paar GoPro-Aufnahmen im Pool machen. Viel Spaß damit. Ein paar Stunden später und wir haben uns immer noch nicht wirklich vom Fleck bewegt, sind immer noch zu Hause und entspannen am Pool. I have a flower for you. Oh Gott, süß. Hast du die jetzt gerade weggeschmissen? Hey Leute, mir ist gerade was aufgefallen, als ich im Pool entspannt habe. Und zwar sind da oben Bananas. Und ich werde da jetzt hochklettern. Und sieht man die? Moment. Zoom mal ran. Ich muss mal zoomen. Hier oben. Siehst du die?
Moment, ich sehe die gerade nicht. Ja, dann stehen wir auf. Ach, da. Haben Sie es? Da ist die Bananenstaude. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, warum ihr glaubt, dass die Banane krumm ist. Lisa, weißt du das warum? Nee, warum? Ja, weil die so wächst halt. Die wächst zur Sonne, glaube ich. Also ihr könnt es ja mal reinschreiben. Hashtag, warum ist die Banane krumm? So, und jetzt werde ich da hochgehen. Sarah, weißt du, warum die Banane krumm ist? Weil sie zur Sonne wächst. Genau dasselbe habe ich auch gesagt. So. Dann wird es schon richtig sein. So, Lisa. Dann, wenn die Sarah das sagt. Ja, ich bitte. Ich hole da jetzt Bananen runter. Warte, ich hole noch schnell eine Treppe. Schau dir mal bitte den schönen blauen Himmel an. Oh, so. What a view. Ich geh da jetzt hoch machen. Cut. Ja, super. So, Leute, gefunden. Ich bin jetzt da hochgeklettert. Wie ich da hochkam, ist ein Geheimnis. Werde ich euch auch nicht verraten. Und hier sind die Bananen. Oh. Die habe ich jetzt runtergeholt. Ich hoffe, da ist keine Bananenspinne dran. Boah, das ist natürlich gefährlich, gell? Das ist gefährlich, vor allem. Nee, aber die sehen krass aus. Aber sind so wie hast du das gemacht? Weil die sind ja schon so gelb, so reif und die sind noch so grün. Ja, ich habe die in die Sonne gelegt jetzt noch 3 Minuten und deswegen sind die jetzt hier so grün. Ach so. Oder du hast gezaubert. Nee, zaubern kann ich nicht. Ach so. Aber die sehen gut aus, gell? So, und jetzt die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass wir die, aber die sind tatsächlich von da. Sie sind irgendwo. Schon von unserem. Ja, da hinten, glaube ich. Da sind nämlich auch noch mal welche. Wo? Gesagt, hier? Hier. Ja, genau. Ja, die hat die Managerin vor 2 Tagen gepflückt. Aus unserem Garten. Testen, ob ihr das checkt. Ob ich das checkt. Ja, die Zuschauer und Zuschauerinnen, die schauen dich schon. Deine Schummelei. Durchschauen mich, meinst du? Ja. Da hinten wachsen die Schale. Ja, ja. Überall. Ach, schön, gell? Ich hätte auch gerne so Bananen im Garten. Ja, die wachsen halt bei uns nicht. Ja, Schot. Schot. Aber schön hier. Mein Gott. Mensch. Können wir nicht hier bleiben? Ich würde gerne das Haus mitnehmen. Weil uns so viele fragen, wie wir unsere Fotos bearbeiten, möchte ich euch noch mal kurz zeigen, wie das geht. Und das ist ganz einfach mit diesem Programm auf dem Handy. Lightroom heißt es, Lightroom Mobile. Da klickt man nur drauf, dann hat man hier seine Fotos. Wir haben gestern nämlich welche am Strand gemacht und da zeige ich euch das mal. Da klickt man nur hier drauf. Okay, das ist falsch, aber das ist auch sehr, sehr nice. Hier zum Beispiel. Dann haben wir hier ganz hinten Vorgaben. Und wenn ihr unsere Presets euch geholt habt, dann sind die hier drinnen. Und wir haben denen ganz, ganz schönen Namen gegeben. Schaut mal, Lotte, Magdalena, Oskar. Und ich finde den Paul immer ganz schön. Also man sieht hier gleich den Unterschied. Ich mache mal nochmal auf zurück. So sieht es vorher aus. Und einmal mit Filter sieht man schon definitiv den Unterschied. Oder wenn man den hier nimmt, der ist auch sehr, sehr schön. Schaut mal. Oder der hier. Wird mir auch sehr, sehr gut. Der hier ist auch mega, mega oldschool. So ein Grauschleier dann auf dem Bild, was auch sehr, sehr gut aussieht. Oder Kasper gefällt mir auch immer sehr, sehr gut. Die Filter von uns, die Presets, die man bei Lightroom Mobile oder Lightroom Classic auf dem PC installieren kann, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Ist gleich der erste Link, da könnt ihr draufklicken und euch die mal angucken. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mir was zu essen. Ich habe nämlich mega, mega Hunger. Während ich hier lecker mein Essen zubereite, hier sind schon die Kartoffeln am Kochen. Und hier ist der Tofu, Zwiebeln und Petersilie und Tomaten. Ist die Lisa da hinten? Da gehen wir jetzt mal hin. Die macht nämlich Sport. Lisa, was machst du denn da? Kannst gleich mitmachen. Sieht ja anstrengend aus. Mhm. Kannst gleich mitmachen. Ist das wieder die Pamela? Mhm. Aber ich glaube, wir müssen das ganz schnell, weil sonst wird unser Video gesperrt. Hä, wieso? Ja, wegen dem Sound wahrscheinlich. Ach so, okay. Ein paar Stunden später ist eine Spinne. Echt? Ist weg. Wir haben heute so irgendwie. Ich glaube, die Kleinen sind die gefährlichsten, oder? Na. Die, wenn mich beißt, ach, macht die Spinne weg. Wir haben auch so einen Kühlschrank, sind lauter so Spinneneier. Stimmt. Haben wir gesehen. Die haben wir noch gar nicht hergezeigt. Ah, die wollt ihr gar nicht sehen. Ich glaube auch nicht. Wir haben auch vor ein paar Tagen eine Huntsman wieder im Zimmer gehabt, also so eine riesen Ochsenspinne, das war so ein Gerät, so groß wie unsere Handfläche. Die sollten ja sehr, sehr selten sein. Wir haben aber jetzt mittlerweile auf unserer Reise durch Asien schon 5 miterlebt. Nee, drei. Drei waren bei der. Drei waren allein bei mir. Ach, zwei waren bei dir. Nee, drei. Bei der Sarah waren drei drin, bei uns waren 2 drin, sind 5. Das ist heftig. Bei uns war eine. Wir hatten eine im Badezimmer und eine hinterm Vorhang. Das sind 2.
Stimmt. Und stimmt. Die sind sehr, sehr selten, mega aggressiv und giftig. Aber nicht tödlich. Nicht tödlich, aber es tut oder? Bestimmt richtig auch. Weh, so eine Huntsman. Oh mein Gott. Ja, und letztens haben wir auch mal eine Spinne gezeigt und dann haben uns ein paar auf Instagram geschrieben, könnt ihr nicht eine Triggerwarnung machen und so. Und das dann beim letzten Mal haben wir es dann gemacht, haben wir Triggerwarnungen angemacht. Für diejenigen, die es nicht sehen wollen, können wir das so rüber skippen. Ja. Ja, so wie dazu. Wir reden über die Spinne, okay. Jedenfalls, ja? Nee, du hau raus, Hasi, hau raus. Nee, was wollten wir erzählen? Heute ist nicht viel los bei uns, außer relaxen. Und irgendwie haben wir auch so das Gefühl, dass wir das auf jeden Fall auch mal brauchen. Ich fühle mich die letzten Tage, wie ich schon früher erzählt, total müde einfach. Vom so spät ins Bett gehen, die ganze Zeit nur in den Bildschirm schauen, irgendwie was machen. Und deswegen, und die Hitze kommt natürlich auch dazu. Deswegen, und irgendwie haben wir auch so das Gefühl, oder ich glaube, ja, ich spreche da mal für uns beide, dass wir oft uns zu wenig auch Freizeit nehmen, sondern auch oft einfach arbeiten. Und dadurch, dass wir ja wirklich das Reisen mit unserer Freizeit verbinden und eigentlich das Reisen ja auch unser Job ist, mehr oder weniger, ist es halt, geht es halt so ineinander über und bleibt halt irgendwie, egal wohin man geht, ist es immer so, okay, man produziert halt gleichzeitig auch Content, was uns ja auch Spaß macht, aber... Das ist jetzt Nummer zwei, meckern und sich beschweren auf höchstem Niveau. Ich habe heute auch schon auf höchstem Niveau mich beschwert. Über was hast du dich beschwert? Dass so heiß ist. Ach so. Oh Gott, die Leute werden alle so disliken. So. Dann heißt es wieder, es ist meckern auf hohem Niveau und so. Ja. Ihr habt recht. Ist es auch. Ihr habt recht, es ist meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber was sollen wir sagen? Das sind halt unsere Gedanken aktuell. Wir sind ehrlich, just to keeping it, mein Gott, mein Deutsch-Englisch, just for keeping it real, oh mein Gott. Ist halt so, was sollen wir sagen? Es könnte uns schlechter gehen. Es könnte an einem schlechteren Ort sein, aber es ist halt sehr heiß, was soll ich sagen? Und es ist halt auch viel, was wir gerade so aktuell machen und es ist sehr anstrengend. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute einen sehr entspannten Tag hingelegt. Ja. So, wir sind jetzt wieder zu Hause und haben noch ein paar Sachen besorgt, unter anderem Getränke, also Wasser und Lebensmittel. Wir wollen nochmal heute ein bisschen kochen. Tuba haben wir noch gekauft. Und was noch? Ich habe noch Süßigkeiten für die Jungs besorgt. Stimmt, Süßigkeiten. Für meinen Neffen und für meinen Bruder, die meinten, ich soll ihnen aus Asien was mitnehmen. Ja, die sind ein bisschen extrem. Ein bisschen extrem ungesund auf jeden Fall. Ist halt so, ich glaube, das ist auf jeden Fall auch typisch balinesisch. Steht sogar drauf. Candy. Ja, so zuckersüße Zuckerdinger. Also Jungs, wenn ihr das Video seht, ihr könnt euch auf was freuen. Genau, die bringen wir euch mit. Vielleicht, wenn ihr nett seid. Und wir haben auch Sarah was mitgebracht. Was ganz Tolles. Tada. Du musst aber auf. Okay, Moment. Mach die Augen zu. Augen zu. Echt? Und du musst fühlen. Warte, ich muss ja suchen. Was ist denn? Mach die Augen zu. Ah. Nein, was anderes. Top. Warte. Danke. Moment. Mach inne. Ja, Moment, ich find's nicht. Gleich. Jetzt. Augen zu. Augen zu. Du musst dann erraten, noch nicht aufmachen. Ich zeig's zuerst in die Kamera. In Deutschland sind die... Okay, also warte. Okay. Fühlen? Was könnte das sein? Sag ich nicht laut. Doch, sag's laut. Kondome? Nein, darf falsch. Ich gucken? Ja. Oh. Wo habt ihr das denn her? In Deutschland sind die Gold wert, das sag ich dir. Das beste Geschenk, was man einem momentan machen kann, sind Gesichtsmasken. Ja, das ist super. Ja, die haben wir gefunden im Supermarkt. Haben wir jetzt vier mitgenommen. Ja. Zwei für euch, zwei für meistens lieb. Ja. Weil wir so gute Freunde sind. Wir hätten mehr mitnehmen können und die in Deutschland verkaufen. Ja. Hey, ohne Scheiß, Leute. Super. Ja, also die hatten die auch im Supermarkt an, so sehen die aus. Wir können ja vielleicht mal eins auspacken. Ja, aber pack meins jetzt nicht aus. Nicht aus? Nee, das hebe ich jetzt auf. Hebst du auf, für immer und ewig. Nee, eigentlich, weil die Speicherkarte ist gleich okay. Vorne. Oh, voll weich. Dreh die mal um. Das sieht aus wie ein Höschen. Zieh die mal an. Zack.
Oh, die sehen cooler aus. Ja, cool. Cool. Ich glaube, die sind praktisch. Oh, Leute, danke. So Stoff, gell? Die kann man wieder waschen, ja, und alles. Eigentlich wieder verwenden. Super. Voll gut, die können wir dann auch daheim hernehmen. Und die haben wir gesehen, haben wir die gleich mitgenommen. Ja, so viel dazu. Hey, heute, super. Ja, danke. I know. Heute wird wahrscheinlich nicht mehr so viel passieren. Wir kochen jetzt dann noch. Warte. Und dann weiter nimmt es auf den Thomas Lane mit, die andere. Warte, ja, ich komme gleich wieder. Okay. Ja, Leute, wir werden heute nicht mehr viel machen, nur noch kochen. Was gibt's heute? Du kochst. Was gibt's heute? Heute gibt's Couscous-Salat mit Tofu. Couscous und mit Tofu. As always. Ich freue mich. Ja, Leute, wir hoffen natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, dann lasst gerne ein Däumchen da und schreibt es mal in die Kommentare, was ihr so nutzt. Nutzt ihr Netflix? Nutzt ihr Disney Plus? Da haben wir euch übrigens den Link in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr 7 Tage lang kostenlos Disney Plus nutzen. Wir nutzen es und finden es genial. Also könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken. Und sonst hoffen wir, dass... Übrigens not sponsored an dieser Stelle. Not sponsored. Das ist einfach nur eine Empfehlung. Einfach eine gute Empfehlung. Wir hoffen, wir kommen in 2 Tagen zurück nach Deutschland und unser Flug wird nicht gecancelt. Also drückt uns das Däumchen. Ja, wir werden auch die Heimreise dokumentieren. Müssen wir fast, weil ich will das auf jeden Fall in einem Jahr nochmal sehen, wie das dann alles passiert ist und was da passiert ist. Also definitiv. Ja, und dann sehen wir uns in 2 Tagen. Ah ja, wenn ihr noch nicht unseren Kanal abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt auf Ehrenbruder-Basis kostenlos tun. Hier unten ist das Knöbbele. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Ciao. Tschüss. You wish you had kept her forever. She said I'd rather say never. Made out 1,000,000 times, 1,000,000 times in your mind. And in your heart is someone new. She longs for you. You feel it. And in your heart is someone new. And in your heart is someone new. She longs for you. You feel it. And in your heart is someone new. The white blanket melted. Washing like the tide, watering your desert inside.